Vorsicht, das betrifft uns alle, denn in den letzten Tagen haben sich die Ereignisse wirklich tatsächlich überschlagen. Doch das Ganze könnte erst der Anfang natürlich gewesen sein, denn die Zeichen stehen natürlich alles andere als rosarot. Dort der Reihe nach. Die Pleite der Silicon Valley Bank in den USA, die Übernahme der Credit Suisse durch die UBS und eine wachsende Unsicherheit an den Kapitalmärkten und eben jene Entwicklung stellen die weltweit führenden Notenbanken natürlich schon vor ganz massive Herausforderungen oder auch Probleme. Denn eigentlich müssten sie jetzt Banken vor einer gewissen Ansteckungsgefahr retten, vor allem die Regionalbanken, und entsprechend die Zinsen natürlich auch senken, aber dann würde die Inflation wieder durch die Decke schießen. Pest oder Cholera lautet also nun die Wahl für die Notenbanken. Doch man darf bei dem Ganzen natürlich keineswegs außer Acht lassen, dass insbesondere die amerikanische Notenbank und auch natürlich die Bankenaufseher für die derzeitige Chaosmarktwirtschaft natürlich auch schon eine gewisse Verantwortung mittragen. Denn nach der Finanzkrise wurden Banken mehr und mehr oder weniger dazu gezwungen, auch Anleihen natürlich zu kaufen. Dann aber musste die Fed aufgrund der Inflation natürlich die Zinsen auch anheben, wodurch die Finanzinstitute natürlich von gleich zwei Seiten natürlich mal eben in die Zange genommen worden sind. Und zwar zum einen durch die eigenen Verluste in den jeweiligen Anleihenportfolios und nun durch die Mittelabflüsse natürlich von Kundengeldern, aktuell bei Staatsanleihen attraktive Renditen bekommen. Und diese Spirale kennt am Ende des Tages eben keinen wirklichen Sieger. Denn anders als in den letzten großen Finanzkrisen sind den Währungshütern mittlerweile schon die Hände ziemlich gebunden. Damals konnten die Zentralbanken ja noch wegen der Gefahr von zu niedrigen Inflationsraten Finanzstabilität und Preisstabilität gleichzeitig scheinbar auf einen Schlag auch erreichen. Doch weil die Inflationsraten bekanntlich aktuell sehr hoch liegen, hängt die Wahl der Zentralbanken kurzfristig auch immer vom weiteren Verlauf dieser Krise ab. Übrigens, die Europäische Zentralbank hat sich vor kurzem dazu auch entschieden, die Leitzinsen wieder einmal natürlich entsprechend anzuheben, und das mit dem Hinweis, dass man glaube, dass der Bankensektor widerstandsfähig genug ist. Ja, nichtsdestotrotz ist eines jetzt natürlich schon mal klar, und zwar, dass all diese ganzen Entwicklungen eine Folge des natürlich billigen Geldes oder der ultralockeren Geldpolitik sind. Allen voran der bereits zu Beginn dieses Videos thematisierte Zusammenbruch der Silicon Valley Bank. Denn genau das ist ein klassischer Fall eines Missverhältnisses zwischen Vermögenswerten und Verbindlichkeiten und dementsprechend natürlich auch eine Folge der jahrelangen Niedrigzinspolitik. Der erste Dominostein, der durch sein Fallen die Jahre des billigen Geldes und der ultralockeren Geldpolitik beendet hat, waren also de facto die Zinserhöhungen durch die US-Notenbank. Denn die Währungshüter haben ja alleine im vergangenen Jahr die Leitzinsen um insgesamt 500 Basispunkte erhöht, und die Pleite der bereits genannten Bank ist jetzt also der zweite Dominostein gewesen. Und der dritte Stein, alle guten Dinge sind drei, könnte man sagen, der fallen könnte, sind in erster Linie die Risiken im Zusammenhang natürlich mit der Liquidität. Denn viele Anleger haben in den zurückliegenden Monaten und Jahren ihre Mittelzusagen für liquide Assets erhöht, um entsprechend natürlich höhere Renditen auch zu erreichen. Doch genau hier besteht jetzt natürlich die Gefahr, dass es zu Problemen in der Liquiditätssteuerung kommt, weil hier besonders natürlich viel mit Fremdkapital auch gearbeitet wird. Doch ohne an dieser Stelle zu sehr jetzt mal ins Detail gehen zu wollen, sehen wir natürlich auch massive Herausforderungen bei uns, unseren Banken hierzulande. Gerade jetzt in den letzten Tagen oder aktuell, denn allem die deutschen Sparkassen müssen wegen der rasant gestiegenen Zinsen enorme Wertberichtungen auf ihre Einlagen schon vornehmen. Und Ende 2022 übrigens schreiben die fast 360 Sparkassen immerhin unfassbare 7,9 Milliarden Euro auf Anleihen, Aktien und andere Wertpapiere mal eben ab. Zwar müssen die Sparkassen diese Verluste anders als die Silicon Valley Bank in den USA bisher nicht realisieren, weil sie nur auf dem Papier stehen. Doch man sollte dies natürlich, diese Entwicklung ebenso mit dem Auge mal behalten. Und gerade der angesprochene Interessenkonflikt, den Währungshüter angesichts der prekären Bankensituation natürlich sowohl in den Vereinigten Staaten als auch natürlich hier in Europa jetzt ausgesetzt sind, wird natürlich durchaus dazu führen können, dass wir auch in Zukunft mit einer hartnäckig hohen Inflation ja leider zu rechnen haben.
Denn ich beobachte aktuell schon, dass viele Unternehmen und Staaten in einem Zielkonflikt zwischen Preis einerseits und Sicherheit andererseits stehen. Und einige Führungskräfte entscheiden sich natürlich auch dazu, zugunsten widerstandsfähiger Lieferketten und politischer Sicherheiten auf Effizienz und niedrige Kosten natürlich zu verzichten. Das führt natürlich auch dazu, dass die Preise für Produkte auf lange Sicht auch hoch bleiben werden und für die Zentralbanken es dann natürlich auch viel, viel schwieriger sein dürfte, die Inflation überhaupt nochmal wieder unter die Kontrolle, ja, unter 2% zu bringen, was ja immer noch das Ziel ist. Doch gehe ich persönlich mal davon aus, dass die Inflation auch in den nächsten Jahren eher bei 3 bis 4, vielleicht sogar noch bei 5% liegen wird. Doch unabhängig davon werden wir das ganze Geschehen rund um die sich verschärfende Bankenkrise natürlich gerne mal für Sie weiter beobachten. Eins möchte ich wohl einmal an dieser Stelle nochmal klar und deutlich loswerden, und zwar, dass diese herausfordernden Zeiten an keinem so wirklich logischerweise spurlos vorbeigehen können. Ja, denn es geht ja um unser Geld. Doch gerade Krisen machen natürlich die Notwendigkeit von Veränderungen mehr als deutlich und motivieren Menschen wie und auch viele andere neue Wege zu finden, um die beschriebenen Herausforderungen auch für sich doch noch besser zu bewältigen und natürlich auch sein Vermögen zu schützen. Ohne Wenn und Aber können Krisen natürlich auch sehr schwierig und belastend für den Einzelnen sein, wenn er den klugen Umgang mit Geld nicht so kennt. Und es gibt keine Garantie natürlich dafür, dass positive Änderungen stattfinden werden. Doch man sollte immer natürlich versuchen, in jeder Lage das Beste aus solchen Situationen für sich herauszuholen. So, und wenn Sie zu diesen entsprechenden Gedanken letztendlich tiefer einsteigen möchten, dann lege ich Ihnen hier das eingeblendete Video nochmal sehr ans Herz. Und in diesem Sinne, bleiben Sie mir dennoch zuversichtlich, bleibt uns keine Alternative. Alles Gute, Ihr Glossoppel.